Hallo, willkommen zurück. Der NRW bei 18 hier. Weihnachten ist vorbei, wir haben den 27.12. Und ich komme so langsam, aber sicher dann tatsächlich auch mal zur Ruhe. Ich bin heute Morgen aus der Nachtschicht gekommen. Jetzt habe ich heute frei, morgen frei. Gehe dann am Freitag wieder arbeiten. Schön über Silvester, Neujahr, schön. Aber nichtsdestotrotz, das Let's Christmas ist vorbei. Die Pakete sind verschickt. Ja. Ansonsten, die Bude ist soweit aufgeräumt, einkaufen war ich gerade eben auch schon, es ist soweit alles erledigt, das heißt, ich kann mir jetzt den restlichen Tag schön es gemütlich machen, in meinen Sessel mich kuscheln und mit euch zusammen spielen. Das möchte ich jetzt ein wenig genießen und ja, vor mir liegen noch circa 400 Kommentare, Nachrichten, Fragen, die ich alle noch beantworten muss. Da drücke ich mich noch ein bisschen vor, vielleicht heute Abend oder heute Nacht, schauen wir mal. So, aber jetzt hier erst einmal weiter bei The Book of Unwritten Tales 2. Wir sind hier mit Wilbur ja schon relativ gut weit vorgedrungen. Jetzt denke ich mal, ist es Zeit nach Ivo zu wechseln. Mal zu schauen, was sie jetzt hier so machen kann. Ach, sie steht hier. Okay, ich habe gerade... wieso sitzen die denn da so zerknirscht? Die beiden machen den Eindruck, als würden sie gemeinsam durch dick und dünn gehen. Sie gehören einfach zusammen. Tja. Das ist beneidenswert. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Oh, hallo. Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns richtig vorzustellen. Mein Name ist Ivo. Willkommen in Seefels. Mein Name ist Gulliver. Das ist meine bezaubernde Lotusblüte Esther. Unser Sohn dort unten beim Oger heißt Nate. Nate? Nate, ja. Benannt nach einem wahren Helden und guten Freund. Er hat damals in den wilden Landen dafür gesorgt, dass Esther und ich zusammengekommen sind. Na, Ivo, kennst du den Namen? Wegen Nate. Habt ihr ihn in letzter Zeit mal gesehen? Leider nicht. Wir hätten ihn gern zu unserer Hochzeit eingeladen, aber er war plötzlich verschwunden. Bestimmt ist er in die weite Welt hinausgezogen, um anderen Liebenden zu ihrem Glück zu verhelfen. In die weite Welt gezogen ist er, oh ja. Aber die Liebe hat er dabei zurückgelassen. Kennst du ihn? Diesen betrügerischen, heuchlerischen, mitten in der Nacht ohne Erklärung wegfliegenden und mich wie eine Idiotin dastehen lassenden Piraten? Nein, den kenne ich nicht. Aha. Nicht mehr. Eieiei, was hat sie denn für eine Meinung von ihm? Hier in Seefels ist es nicht sicher für euch, für niemanden. Ich weiß, nur wo sollen wir hin? Zombies und Untote sind nirgendwo gern gesehen. Die Leute glauben, wir würden ihre Gehirne fressen. Dabei schmecken die nach gar nichts. Vielleicht seid ihr in den wilden Landen doch besser aufgehoben. Da gibt es viele Leute wie euch. Warum müssen wir weggehen, nur weil andere ein Problem mit uns haben? Das ist nicht gerecht. Recht hat er. Wilbo hat von der Maschine erzählt, die ihr gebaut habt. Vielleicht kannst du sie hochholen und auf eigene Rechnung Schiefertafeln bauen, wenn wieder Normalität einkehrt. Ich glaube nicht. Nur Jorge weiß, wo man den intelligenten Stein herbekommt. Und er wird sagen, ich hätte seine Idee geklaut. Er kann sich Gule und Anwälte leisten. Außerdem, woher soll ich das Gold nehmen? Glaubst du, jemand würde mir auch nur eine Dublone leihen? Gib nicht auf, Sonnenschein. Kleine Rückschläge gehören zum Tod. Esther hat recht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sagt die junge, hübsche und reiche Elfenprinzessin. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Natürlich. Bis dann. Tschüss. Wenn es um Geld geht, tschüss, ich muss dann mal weg. Ich fand es jetzt schade, dass Esther jetzt nicht Gulliver angeguckt hat, wo sie mit ihm geredet hat. Aber nun gut. Ich kann... Wieso habe ich denn jetzt bei Hotspots? Na, egal. Was? Rede mit Wilbur. Ach so, ja, okay. Na, ich schaue mich hier erstmal um. Vielleicht hat sich ja hier irgendwas geändert. Und tatsächlich, jetzt hat sich was geändert. Da ist Nate. Das ist Nate. Für seinen Namen kann er nichts. Ich versuche nett zu ihm zu sein. Na, bitte ich drum. Ach, guck mal, wir können sogar reden mit ihm. Vielleicht kommt er mit uns mit. Na, Nate? Interessierst du dich für die Spielsachen? Wally. Er meint, endlich weiß ich, wo all der Müll herkommt.
Du kannst ihn verstehen? Ist ziemlich offensichtlich, was er von dem Kram hält. Ich glaube, er meint, man könne aus all dem auch was Sinnvolleres bauen. Ist Erfinder, der Kleine. Ja. Ach Gott, wie süß. Jetzt mal, aber ungelogen, ne? Die Entwickler, wenn die hier bei dem Teil nicht an Wall-E gedacht haben, also dann weiß ich es auch nicht mehr. So, aber nichtsdestotrotz, wir können hier mit dem zweiköpfigen... Ein zweiköpfiger Oger. Recht selten und ziemlich kompliziert, anatomisch gesehen. Das ist meistens. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Mademoiselle? Dicke Elfe! Also bitte. Mein Name ist Ivo und... ihr seid? Doch nicht etwa Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich? Eben die. Es ist mir eine Ehre, Eure Hoheit. Wobei, vielleicht solltet ihr in der aktuellen Lage nicht jedem erzählen, wer ihr seid. Warum? Ich kenne immer noch nicht euren Namen, werter Herr. Oh, pardon, Durchlaucht. Bitte nennt mich Ivo. Mein Name ist Sloth. Das ist mein Bruder Grump. Grump! Vielleicht könnt ihr mir erklären, was hier geschehen ist. Ihr seid doch Zauberer, oder Sloth? Zauberer? Ich? Nein. Warum Sloth sagen das immer? Sloth sei ein Zauberer. Nicht nach dem, was in dieser Stadt mit anderen Zauberern passiert ist. Was ist passiert? Ach, gar nichts. Gar nichts. Ich habe die Magie auf jeden Fall aufgegeben. Und bin deswegen kein Zauberer mehr. Schöner Laden, aber auch etwas ungewöhnlich. Zuckerwatte, Hundewelpen, Schokolade, Puppen. Es ist... fürchterlich. Wir hatten eine schöne Taverne. Zwielicht, Rauch in der Luft und viel, viel Alkohol. Und jetzt? Lollis, ganz neu im Angebot. Lollis. Nichts klar. Ein ganzes Gebäude dauerhaft verwandelt? Das sollte eigentlich nicht in der Macht eines kleinen Mädchens liegen. Wie stellt die kleine Van Buren das an? Ich weiß nicht, was du meinst. Konspiziert ihr? Was? Wenn Leute konspizieren, Grump soll ein Ratsvorsitzender Bescheid geben. Du schnüffelst für die Ratsvorsitzende? Grump fürchtet, die Tochter der Ratsvorsitzenden könnte ihn in ein kleines Mädchen mit Zöpfen verwandeln, wenn er nicht mit ihrer Mutter kooperiert. Wir nicht verraten sollen das Tochter zaubern. Ihr konspiziert! Nein, Grump, tun wir nicht. Dann ist gut. Sloth? Ja, Grump? Was ist konspizieren? Ich finde, du solltest nicht für Van Buren spionieren, Grump. Sie bedeutet Ärger, das musst du doch erkennen. Grump nicht wollen spionieren, aber Grump auch nicht werden wollen verzaubert. Ich war dafür zu fliehen. Aber Grump wollte bleiben und sich verstecken. Ziemlich schwierig bei eurer Größe, oder? Grump haben Verkleidung gekauft. Niemand hätte erkannt, Grump. Dich vielleicht nicht. Aber was ist mit mir? Hast du die Verkleidung noch, mit der du dich vor der Ratsvorsitzenden verstecken wolltest, Grump? Noch haben. Gibst du sie mir? Du wollen verstecken vor Ratsvorfrau? Du konspizieren? Nein, ich will die Verkleidung nur sicherstellen und in der Schule abgeben. Sonst könnte einer der Rebellen an die Verkleidung kommen, Grump. Möchtest du dafür verantwortlich sein, wenn sich ein Rebell mit deiner Verkleidung tarnt? Nein, Grump ganz brav. Hier, nehmen. Wo hat die denn jetzt bitte her? Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Nee, ist klar. Lege die Verkleidung an. Eine Nasenbrille. Erinnert mich jetzt unweigerlich an, Achtung, aufpassen, deutsche Aussprache, zack, mit Kragen.
Ja, die Feuerstelle. Als Elfe. Sonst Nein, Elfe, 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 Elfe. So, das heißt, wir, hallo, haben hier soweit alles erkundet. Oberstadt oder, warte mal, ich rede nochmal mit Wilbur. Ich wüsste nicht, was ich gerade mit Wilbur zu bereden hätte. Dann eben nicht. Und ehrlich gesagt stecke ich meinen Kopf nur, wenn es unbedingt sein muss, dort rein. Tja. Warte mal, was ist, wenn ich mit Wilbur... klettere das Seil nach oben. Denn wir brauchen ja irgendwas, um hier unten Licht zu kriegen. Und da es hier unten wohl nichts gibt... Rauf ist ja noch schlimmer als runter. Wilbur, hast du Onkel Remy schon gefunden? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Okay. Hör zu, Timmy. Ja? Da unten kann man die Hand kaum vor Augen sehen. Ich brauche Licht. Wir könnten eine Fackel bauen. Es ist da nicht nur ziemlich dunkel, sondern auch noch ziemlich unheimlich. Eine flackernde Fackel, die Schatten wirft, könnte mehr Probleme machen, als sie löst. Ich brauche eine andere Lichtquelle. Etwas, das am besten jede Ecke dort unten ausleuchtet. Ich mache mich wieder ans Werk. Du schaffst das. Toll. Und Timmy bleibt jetzt da? Das ist ja auch blöd. Was haben wir denn hier sonst noch? Ach nee, guck mal. Die Abscheulichkeiten der Jungen von Buren haben ihren Weg anscheinend sogar schon bis nach hier unten gefunden. Allerdings. Jemand mit Geschmack konnte es wohl nicht mehr ertragen, dieses Zeug um sich zu haben und hat es weggeworfen. Vor allem Spielzeug. Und das hier? Ein Handspiegel. Den nehme ich mit. Könnte sich als nützlich erweisen. Aha. Also gibt es doch noch was hier zu entdecken. Die Wippe, wieso kann ich die Wippe noch? Nate hat gern gewippt. Vermutlich hauptsächlich, weil es neu für ihn war. Da oben wartet unendlich viel Neues auf ihn. Fast beneide ich ihn darum, all das zum ersten Mal zu erleben. Okay. Da haben wir. Okay, was gucken wir hier nochmal? Da müsste ja auch niemand mehr sein. Ach doch, sie ist wieder da. Edel, wie geht's dir? Hi, Ethel. Ekelpaket. Ethel, ja, ich weiß. Er schleicht sich noch immer so an. Die Sache mit der flauschigen Farbe. Tolle Arbeit, die du und Esther bei der flauschigen Farbe geleistet haben. Wobei, so ganz verstanden habe ich das immer noch nicht. Was gibt es da zu verstehen? Gelb und Blau ergeben Grün. Pink und Flauschig ergibt flauschiges Pink. Es gibt eine Farbe namens Flauschig? Flauschige Pullover werden damit gefärbt. Viele Waschmittel bestehen fast nur aus Flauschig. Junge Leute, keine Ahnung von Alchemie. Du und Esther seid gut miteinander ausgekommen, oder? Überraschenderweise. Wollte mich nicht fressen oder so. Nette Person. Leider weg. Werde sie vermissen. Kannst sie ja mal besuchen. Viel zu tun. Aber ja, vielleicht. Ich bin Remy ins dunkle Loch gefolgt. Wie ist es dort? Dunkel. Dann solltest du für Licht sorgen. Husch, husch. Ich muss mich auf den Weg machen, Ethel. Wenn du Eintopf willst, weißt du, wo du mich finden kannst. Na toll. Gut, also sie hilft mir nicht. Aber nett, nochmal mit ihr gesprochen zu haben. Und vor allen Dingen auch schön, dass hier die Orte jetzt auch nicht so aussterben wie in anderen Spielen. Da, wenn wir irgendwas erledigt haben... Ohne Gulliver, Esther und Nate wirkt hier unten alles noch trostloser als zuvor. Ja. Die drei haben alles mit nach oben genommen, was ihnen wirklich wichtig war. Auf den Rest hat Ethel einen wachsamen Blick. Am besten lasse ich alles, wie es ist. Tja, okay, also auch abgearbeitet. Dass die Orte halt immer so aussterben, wenn wir da halt was erledigt haben. Mit Hilfe des Korbs können Ivo und ich Gegenstände austauschen. Sehr praktisch, wenn einer von uns mal nicht weiterkommt. Na, dann probieren wir's mal. Ivo! Was gibt's? Ach, du liebe Zeit. Nicht, dass ich mich nicht sehr freuen würde, aber warum bist du eigentlich in Seefeld? Ich wollte mit Erzmagier Alistair sprechen. Es gibt da... Probleme. Solange es nicht ums Wetter geht, wird er dir momentan nicht viel weiterhelfen können. Mein Problem kann warten. Hoffe ich.
Munkus ist seit dem Kampf im Lehrerzimmer wie vom Erdboden verschwunden. Glaubst du, er ist noch in der Stadt? Ich befürchte ja. Wie Motten vom Licht werden Hexenmeister von Macht angezogen. Ein kleines Mädchen mit anscheinend grenzenloser Zauberkraft? Er wird alles versuchen, um das für sich zu nutzen. Und er kann sich in jeden verwandeln. Pass bloß auf, wem du da oben vertraust. Wer sagt, dass er hier oben ist? Er könnte genauso gut dort unten bei dir sein. Wir müssen beide die Augen offen halten. Remy hat erzählt, in der Stadt ist vieles verwandelt worden. Ist es wirklich so schlimm? Einige Gebäude hat es schwer erwischt. Aber nichts, was man nicht mit ein paar Fackeln regeln könnte. Schlimmer ist, dass auch einige Bewohner verwandelt wurden und sich niemand mehr traut, seine Meinung zu sagen. Das ist schlimm. Van Buren ist von ihrer Macht wie berauscht. Sie will die Welt verändern und leider hat sie auch die Mittel dazu. Zum Glück bist du da, Ivo. Wir werden sie aufhalten. Wäre nicht das erste Mal. Wo ist die Ratsvorsitzende? Lass dich da oben bloß nicht von ihr erwischen. Sie ist auf dem Weg zum Elfenhain, will meiner Mutter einen Besuch abstatten. Machst du dir gar keine Sorgen? Am Elfenhain wird sie sich die Zähne ausbeißen. Man kann einen elfischen Schutzzauber nicht mit Menschenmagie brechen. Verstehe. Stellt sich also nur die Frage, wie lange Van Buren braucht, das herauszufinden. Sie wird wütend sein. Besser, wir sind da nicht mehr hier. Ich bräuchte für meine Suche nach Remy etwas, mit dem ich eine ganze Höhle ausleuchten kann. Ich werde die Augen offen halten. Danke. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Okay, ja. Das war jetzt nicht sehr produktiv, aber immerhin. Dann kicken wir mal in der Oberstadt. Wobei die Frage ist, wie weit sie jetzt hier voranschreiten will. Und die Frage ist natürlich, ob wir hier irgendwas finden. Die Bäckerei kann ich mir immer noch anschauen. Hallo. Ich hatte noch nie Heißhunger auf Fischstäbchen mit Vanillesoße. Fischstäbchen? Das ist eine Bäckerei. Habe ich jetzt was nicht mitgekriegt? Ja. Und die Schule will sie nicht. Solange die Löwin nicht da ist. Ah, ja, ja, klar. Sie ist ja im Elfenhain. Was zum... Du hättest mich treffen können. Allerdings. Heul doch. Solange die Ratsvorsitzende weg ist, darf niemand die Schule betreten. Heieiei. Ich soll für Ratsvorsitzende Van Buren etwas aus ihrem Büro holen. Hat sie mir nicht gesagt. Sie hat mir nur gesagt, dass ich eben den Kopf abschlagen soll, der versucht hereinzukommen, während sie weg ist. Vermutlich hat sie es nur vergessen. Sie dürfte sehr wütend werden, wenn ich ihr die Sachen nicht bringe. Wütend auf dich, nicht auf mich. Oh, da ist aber einer sehr wachsam und sehr entschlossen. Gut gemacht. Kein großes Ding für einen Profi. Ich werde das in meinem Bericht erwähnen. Was denn für ein Bericht? Das darf ich leider nicht sagen. Nur so viel, eine positive Bewertung dürfte deiner Karriere einen Schub geben. Ich bin genau da, wo ich sein will. Tatsächlich? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Muss ein Fest für dich sein, Leute schikanieren zu können. Ein cleverer Kerl wie ich kann es in dieser Welt weit bringen. Aber du bist doch für Höheres bestimmt. Geh da raus und zeig es ihnen. Könnte ich, aber ich will nicht. Sollen doch die anderen rumstümpern, wie sie wollen. Irgendwann kommen sie dann angeschissen und wollen Hilfe. Dann sage ich, macht doch euren Scheiß allein, ihr Stümper. Ha! Was für ein reizendes Gespräch. Kein Wunder, dass es dir gefallen hat. Gespräche mit dem großartigen Grum der Klimpus sind immer ein Fest. Für mich war es eher enttäuschend. Aber du hast dein Bestes gegeben. Er hat, glaube ich, uns das erste Mal seinen Namen verraten. Kann das sein? Vor allen Dingen, wenn wir an ihm vorbeigekommen wären, haben wir ja immer noch das Problem mit dem Schloss hier. Schon sein Aussehen ist nicht angenehm. Das ihn aber noch markanter definierende Merkmal ist sein Odeur.
Hältst dich wohl für toll, weil du so kompliziert labern kannst, was? Erbärmlich. Der flucht in einer Tour. Soll ich nochmal mit ihm reden? Er ist nicht sonderlich schnell, körperlich wie geistig. Es heißt alt. Lern mal Deutsch. Wie geil ist das denn? Okay, ich liebe Witze, die nur am Deutschen funktionieren. Ich kann mich nicht auf einen Kampf mit dem Troll einlassen. Sicher, ich könnte an ihm vorbeikommen, aber vielleicht würde er mich verfolgen und dabei die halbe Stadt aufwecken. Ärgerlicherweise kann ich ihn auch nicht austricksen. Dafür ist er zu dämlich. Tja, also Sackgasse. Mal wieder. Das heißt, wir kommen hoffentlich unten weiter. Moment, können die mir... Ich lasse den beiden etwas Zeit für sich. Nee. Sie müssen sich entscheiden, wo sie zukünftig ihr gemeinsames Leben verbringen wollen. Okay. Dann, Hallo. Ja, genau. Ich will sie in Ruhe lassen, aber sage trotzdem mal Hallo. Egal. Jetzt kann ich nur mich mit den beiden unterhalten. Das kann doch nicht sein. Wie können die mir denn weiterhelfen? Hallo, Zloff. Da ist ein bisschen, Grump? Aber... Prinzessin Ivo? Ja. Kennst du als... Ach ja, klar, natürlich, er war doch Magiker. Ein Freund von mir, der im nicht existierenden Widerstand aktiv ist, muss irgendwie eine große Höhle beleuchten. Ich bin kein Magier mehr und habe mit dem Widerstand nichts zu tun. Und weil ich kein Magier mehr bin, brauche ich auch keine magischen Gerätschaften mehr. Wie zum Beispiel diesen Klicker, mit dem man Sternenlicht einfangen kann. Was? Wie geil. Gut, dass du kein Magier mehr bist. Dann kann ich dieses Ding ja meinem Freund, der nicht gesucht wird und der auch nicht im Widerstand ist, den es gar nicht gibt, geben. Warum reden so seltsam? Irgendwas hier doch nicht stimmt. Natürlich. Du bist viel zu misstrauisch, lieber Grump. Danke für das Gespräch. Oh, herrlich. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Naja, das wissen wir. Hier, das Feuer können wir ja nicht, weil will er nicht, weil bringt ja Schatten und, naja, man kann sich auch anstellen. Aber wir haben jetzt ja da den Sternenhimmel. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also Sternsammler zu Sternenhimmel. Also, das ist jetzt einfaches 1x1. Und jetzt bin ich gespannt. Sternenhimmel. Fange das Sternlicht an. In Ordnung. Sternenlicht einfangen. Ja, wie soll das gehen? Das ist wunderschön. Okay, einfacher als gedacht. Jetzt die Frage, kann ich das einfach jetzt da drauf? Ja, auf nein. Lasse den Klicker hinab. Ja, so rum. Wilbur? Ja? Ich habe ein wenig Sternenlicht für dich eingefangen. Damit sollte dein Lichtproblem keins mehr sein. Wirklich? Wow! Ich lasse dir den Klicker im Korb hinunter. Du darfst das Sternenlicht erst in der dunklen Höhle freilassen. Verstanden. Na, immerhin. Schick. Dann kommen wir da jetzt nun auch weiter. Ah, ich liebe es, wenn es weitergeht. Dann gehen wir hinab. Oh, elegant, elegant. Freunde, und wie es hier weitergeht, das zeige ich euch im nächsten Teil. Macht es gut, bis dann, NRWBoy18, adieu.